Ein anderes Problem, was oft genannt wird, ist, dass die Subtraktion von Zahlen mit sehr geringem Unterschied. Als Beispiel 9,999 minus 9,997442. Wir gehen jetzt der Einfachheit halber mal davon aus, dass beides einfach mal 10 hoch 1 ist. Weiterhin gehen wir davon aus, ich mache mal hier so einen Strich rein, dass wir bis zu 3 Kommastellen darstellen können. So, dann können wir uns das Ergebnis überlegen, aber ich will erstmal auf andere Sachen hinweisen. Hier können verschiedene Probleme an verschiedenen Stellen eintreten. Und zwar hängt das unter anderem davon ab, wann hier gekürzt wird. Wir könnten nämlich jetzt sagen, es wird zuerst abgeschnitten, alles was länger als 3 Stellen ist. Dann würden wir als Ergebnis 0,002 bekommen. Machen wir hier so ein 1 davor. So, wir könnten aber, es könnte aber auch sein, dass in den Operanden mehr Stellen erlaubt sind. Dann würden wir hier 0,001558 rausbekommen. Und es könnte sein, dass hier gekürzt wird. Jedenfalls, ohne jetzt irgendwie weiter um den heißen Brei zu reden, das Hauptproblem ist die Genauigkeit. Dadurch, dass sich die Zahlen fast ähnlich sehen, ist es so, dass eine der Zahlen im hinteren Bereich noch sehr viele kleine Informationen hat, so wie in diesem Fall. Und bevor wir jetzt einfach darüber weiterreden, was uns alles passieren kann, reden wir am besten einfach mal drüber, wie wir das Problem angehen können. Wir können zum Beispiel sagen, wir schneiden erstmal alle die Zahlen weg oder alle die Ziffern weg, die sich ähnlich oder die gleich sind, sag ich mal. Das heißt, wir teilen diese untere Zahl in zwei verschiedene Zahlen und damit auch insgesamt die Rechnung in zwei verschiedene Rechnungen. Wir sagen zuerst 9,99, meinetwegen 9,999, minus 9,99. Da kommt raus 0,009. Wir haben noch kein Problem, weil wir sind mit unseren 3 Stellen Genauigkeit voll dabei. So, jetzt wird diese Zahl, aber bevor wir weiterrechnen, erstmal normalisiert. Und zwar auf 9,0 mal 10 hoch minus 3. So, und jetzt haben wir ja noch hier diesen zweiten Teil. Und der ist natürlich auch in normalisierter Form vorhanden. 7,442 mal 10 hoch minus 3. Und das können wir ohne Probleme jetzt berechnen. Und wir kommen auf das echte Ergebnis von 1,558. Der wichtige Faktor dabei ist, dass das ja in allen drei Fällen hier mal 10 hoch minus 3 ist. Das heißt, natürlich ist hier dieser Teil extrem klein. Aber wir sind ja jetzt bei 10 hoch minus 3 und nicht bei 10 hoch 1. Deswegen sind die Nachkommastellen hier nicht weiter als die dritte Stelle und deswegen haben wir kein Problem mit der Sache. Das heißt, als Fazit, wenn ihr zwei Zahlen habt, die einen sehr geringen Unterschied haben, wenn ihr wisst, dass sowas entsteht, dann am besten Stück für Stück addieren oder subtrahieren. Okay, addieren war jetzt blöd, also subtrahieren.